Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 80. Folge von Schäuber fragt nach. In der Vorwoche war hier vom traurigen Dahinsiechen der ehemaligen Großparteien SPÖ und ÖVP die Rede. Mittlerweile haben die beiden es immerhin geschafft, eine brandneue wissenschaftliche Erkenntnis sofort zu widerlegen. Konkret ein vor zwei Wochen veröffentlichtes Untersuchungsergebnis aus der Neurobiologie, wonach bei Sterbenden die Gehirnaktivitäten noch einmal rapide ansteigen. Die jüngsten Aktivitäten der SPÖ auf ihren Social Media Accounts und ihre angekündigte Ablehnung des dringend nötigen Energieeffizienzgesetzes sowie die verzweifelten, dem Flehen um Machterhalt geschuldeten ÖVP-Unterwerfungsgesten gegenüber der FPÖ in den Bundesländern Niederösterreich und Salzburg zeigen aber, dass die Gehirnaktivitäten von sterbenden Parteien noch einmal rapide abnehmen. Was die Verbesserung der Gehirnaktivitäten in ganz Österreich betrifft, habe ich in der Vorwoche von einer paradoxen Intervention Herbert Kickls berichtet. Er hat gefordert: Wer die Klimawende will, gehört entmündigt. Laut einer Umfrage aus dem Vormonat wollen aber nur 20% der Österreicherinnen und Österreicher keine Klimawende. Das heißt, Kickl muss 80% der heimischen Bevölkerung entmündigen lassen. Fraglich, ob die österreichischen Gerichte überhaupt damit nachkommen und wie der in Kickls Gedankenwelt vermutlich mit Sorge beobachtete Volkskörper eine 80%ige Amputation verträgt. Welche Körperteile bleiben dann übrig? Eine diesbezügliche Vermutung legt ein weiteres Zitat von Herbert Kickl nahe. Es wird ein anderer Wind wehen in diesem Land. Angesichts der Tatsache, dass man Kickl als personifizierten Leibeswind des Volkskörpers wahrnehmen kann, scheint es wahrscheinlich, dass es sich um die Körperregion rund um die Windaustrittsstelle handeln könnte. Kickl selbst dürfte mit dieser Metapher kein Problem haben. Bei seiner letzten Aschermittwochsrede hat er sich ja beklagt, dass man früher vom Arzt gelobt worden sei, wenn man gefurzt hat, und heute gelte man dafür als Klimasünder. Eine meines Erachtens einzigartige Beobachtung. Ich weiß nicht, ob Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jemals von Ihrem Arzt für das Furzen gelobt wurden. Ich persönlich kenne auch niemanden, dem das passiert ist, aber es lässt doch Rückschlüsse auf die Persönlichkeitsstruktur von Herbert Kickl zu. Welch riesiges Anerkennungsdefizit treibt diesen Mann an, wenn er sich mit Verdauungsgaslob von seinem Arzt trösten lassen muss? Das erklärt vielleicht, warum Kickl in der Hoffnung auf Anerkennung auch jeden verbalen Schaß spontan herauslässt. Erklären könnte es auch, warum er und seine Partei derzeit eine fäkale Phase durchmachen. Beim Wiener FPÖ-Obmann Dominik Knepp äußerte sich dieser darin, dass er Gefallen an der Idee fand, Klimademonstranten anzupinkeln. Das wiederum war Herbert Kickl zu soft. Er plädierte für eine feststofflichere Stoffwechselvariante, nämlich dafür, die Demonstranten von Pferden anscheißen zu lassen. Bei der darin zum Ausdruck kommenden Sorge um die Verdauung der Pferde schwingt vielleicht auch ein bisschen schlechtes Gewissen bei Kickl mit, weil er ja den edlen Tieren zuvor schon die Entwurmungsmittel weggefressen hat. Zusammenfassend muss man jedenfalls sagen, wirklich verblüffend ist angesichts all dieser Aussagen Kickls vor allem eines, nämlich dass in anderen Parteien ernsthaft darüber nachgedacht wird, ihn zum nächsten Bundeskanzler der Republik Österreich zu machen. Kickl selbst lehnte sie ab, als Juniorpartner in eine Koalition zu gehen. Möglicherweise deshalb, weil er bereits Juniorpartner ist, nämlich von Wladimir Putin.
Ein Umstand, der eine Koalition mit jeder Partei in Österreich außer der MFG eigentlich unmöglich machen müsste. Aber vielleicht täuschen wir uns da. Über Moskaus nützliche Idioten in der SPÖ habe ich hier schon vor 4 Wochen berichtet. Heute möchte ich ein Fundstück präsentieren, welches den Schluss nahelegt, dass solche Idioten auch in der ÖVP vorkommen. Es handelt sich um eine Broschüre der Wirtschaftskammer Österreich über Businesschancen in Russland. Unter den Überschriften Russland, los geht's und jetzt geht's ums Geschäft erfährt man, wie gute Geschäfte mit dem Putin-Regime auch weiterhin möglich sind. Gute Geschäfte entstehen oft über informelle Netzwerke. Russische Unternehmen sind vielfach in Netzwerke eingebunden, die eine Lösung von Problemen über die Nutzung informeller Kontakte zu mächtigen Strukturen ermöglichen. Zur Motivierung dieser Netzwerke gibt es praktische Tipps. Große Ermessensspielräume und niedrige Gehälter einfacher Beamter begünstigen Problemsituationen, die zu unorthodoxen Vorgehensweisen führen können. Für die bessere Planung dieser unorthodoxen Vorgehensweisen gibt es auch einen wertvollen Hinweis. Achtung, bitte beachten Sie, dass derzeit sanktionsbedingt westliche Kredit- und Bankomatkarten in Russland nicht funktionieren. Nehmen Sie Barmittel ausreichend für Ihre Geschäftsreise mit. Das beherzigend kann man das Geschäftspartnerland so richtig genießen, denn die WKO weiß nicht nur, Moskau und St. Petersburg bezaubern ihre Einwohner und Gäste mit Luxusrestaurants, sondern auch der Abenteuerurlaub kommt nicht zu kurz. Und apropos Abenteuerurlaub, der Ukraine-Krieg und andere geo- oder innenpolitische Themen sollten in Gesprächen mit russischen Geschäftspartnern gemieden werden. Da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Falls doch, hat die Broschüre einen ganz speziellen Rat. Unter Notrufe listet sie neben Polizei, Feuerwehr und Rettung noch eine vierte Telefonnummer auf. Gasnotdienst. Das klingt nach einer Hotline, die angesichts der Gasabhängigkeit unseres Landes von Russland durchaus auch von österreichischer Seite in Betrieb sein könnte, nämlich konkret seitens des Innenministeriums. Vor ein paar Wochen enthüllte der Falter eine nicht nur für das Ministerium, sondern für unser ganzes Land hochnotpeinliche Geschichte. Der weltbekannte, seit 20 Jahren in Wien lebende Journalist Christo Grossev, Aufdecker zahlreicher russischer Staatsverbrechen wie den Giftanschlägen auf Alexei Nawalny und Sergei Skripal, dem Mord an einem tschetschenischen Regimegegner in Berlin oder dem Abschuss eines malaysischen Passagierflugzeugs mit 298 Toten, dieser Aufdecker verlässt Österreich, weil er sich hier nicht mehr sicher fühlen kann. Grossev begründet das so. Ich vermute, dass es in der Stadt mehr russische Agenten, Spitzel und Handlanger gibt als Polizisten. Dazu passt auch eine im Magazin The New Yorker erschienene Reportage über den Wirecard-Skandal unter dem Titel »Der größte Betrug in der Geschichte Deutschlands«. Darin werden nicht nur die Aktivitäten der österreichischen Helfer des mutmaßlichen Milliardenbetrügers Jan Masaryk beleuchtet, sondern auch deren enge Verstrickungen mit dem russischen Geheimdienst, obwohl sie offiziell für den österreichischen Geheimdienst gearbeitet haben. Fazit aus all diesen Ungeheuerlichkeiten: Vielleicht könnte ja das Innenministerium unter dem Namen Gasnotdienst gleich eine direkt mit Moskau verbindende Hilfshotline installieren, um künftig den Informationsabfluss durch Agenten, Spitzel und Handlanger auf diesem Weg zu vereinfachen. Und was sagt die Wirtschaftskammer zu ihren Russland-Tipps?
Wenige Stunden, nachdem ich meinen Kommentar zu Russland los geht's in der Zeitung Standard veröffentlicht habe, hat die WKO zunächst die komplette Broschüre offline genommen, um sie wenige Stunden später in einer neuen Version wieder online zu stellen, in der die zuvor erwähnten Zitate penibel gelöscht wurden. Matthias Fuchs von der Kronenzeitung wollte daraufhin von der WKO wissen, was da passiert ist, und bekam als Antwort, dass das ein ganz normaler Vorgang sei, weil der Bericht eben laufend aktualisiert und inhaltlich angepasst werde. Dieser inhaltlichen Anpassung ist sogar die Überschrift Russland, los geht's zum Opfer gefallen. Auch die Zwischenüberschrift Jetzt geht's ums Geschäft wurde gelöscht. Was mich aber wirklich erheitern konnte, ist, dass sogar der Hinweis auf den Gasnotdienst aus der Broschüre der Wirtschaftskammer verschwunden ist. Ich kann dabei nur hoffen, dass meine Überlegungen zur neuen Hotline aus dem Innenministerium nicht womöglich als Anregung missverstanden wurden. Sehr wohl als Anregung zu verstehen ist mein wöchentlicher Weintipp. Dem von der Politik manchmal missbrauchten Gedanken das Beste aus beiden Welten gibt das Weingut Fuchs-Steinklammer neuen Sinn, vor allem dann, wenn man Wien als Welt für sich nimmt. Die Weingärten des biodynamischen Betriebes befinden sich nämlich ganz im Norden am Biesenberg und ganz im Süden der Stadt in Mauer. Vom dortigen Kadolzberg kommt der gemischte Satz Jesuit 2020. Ein unglaublich feinfruchtiger Wein, Maische vergoren, 10 Monate im Barrique und ungefiltert abgefüllt. Egal in welchen Weinwelten man zu Hause ist, der macht überall große Freude. Prost! Die vorhin erwähnten Themen Gasabhängigkeit von Russland und Informationsabfluss Richtung Putin kann man aber auch in einer Person zugespitzt sehen, nämlich im ehemaligen OMV-Chef Rainer Seele. Der Mann, dem wir das meiste Wissen über diese Zusammenhänge verdanken, ist heute mein Gesprächspartner, der Dossierjournalist und Aufdecker des OMV-Seele-Skandals, Aschwin Sankolka. Grüß dich, Aschwin. Hallo, Florian. Bereits 2015 hat ein westlicher Geheimdienst die Republik Österreich vor dem Engagement von Rainer Seele als OMV-Chef gewarnt und gesagt, Putin selbst hätte Seeles Aufstieg in der OMV gefördert. Wenn man sich jetzt anschaut, was du in den letzten Jahren über Seele recherchiert hast, kann man nur sagen, hätten wir bloß auf diese Warnung gehört. Wie siehst du das? Ja, bis jetzt, muss man sagen, habe ich ja noch nicht dieses Geheimdienstpapier gesehen, das da kursieren soll. Aber wenn das stimmt, naja, dann stimme ich dir zu. Da hätten wir uns viel erspart. Am Anfang deiner Recherchen standen die exorbitanten Spesen von Seele. 20.000 Euro pro Tag dürften wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ihm bezahlen. Aber das war ihm offenbar zu wenig. Was hast du da entdeckt? Ja, das war natürlich besonders lustig, weil die OMV als eine der großen Profiteure und Verursacher der Klimakrise hat ja in ihren Richtlinien, wie ich damals recherchiert habe, eigentlich ein No-Go für Privatjetreisen. Und im Zuge meiner Recherchen damals habe ich herausgefunden, dass Herr Seele im Unterschied zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr, sehr gerne mit Privatjets fliegt und das auch auf der Kurzstrecke. Ich glaube, es ist relativ viel auch nach Irland oder so. Habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, wie oft genau, darüber hat sich die OMV quasi ausgeschwiegen, weil Privates muss privat bleiben und privat. Das heißt auch Privatjet, ne? Das ist ja so gesehen, muss man schon auch bedenken. Nicht? Genau, also, die OMV ist ja sehr genau und man muss ja auch genau aufpassen, was man sagt oder was man schreit, wenn man über die OMV redet. Und genau, ich habe halt damals nicht gefragt, ob es der Firmenjet ist, sondern habe nach Privatjetreisen gefragt und dass das eigentlich irgendwie dasselbe ist, da war die OMV nicht zugänglich. Aber ja, Florian, Rainer Seele ist immer wieder mit dem Privatjet nach Irland geflogen, weil er dort ein kleines Anwesen hat. Naja, mehr Privatjet, weniger Stadtjet wäre quasi in dem Fall das. Ich habe damals geschrieben, mehr Net zum Jet wäre besser gewesen. Das ist auch schön. Net passt besonders gut. Es gab ein höchst bizarres OMV-Sponsoring von Zenit St. Petersburg, dem Lieblingsclub von Wladimir Putin. Wie ist das gelaufen? Wie ist das gelaufen? Also es ist einmal so gelaufen, dass es
extrem geheim war. Ja, also Sponsorings werden ja eigentlich dazu gemacht, dass man in die Welt hinausbrüllen kann, hey, ich Unternehmen X sponsere Fußballclub Y, ja, und ich bin stolz darauf, und das hat üblicherweise auch verkaufsfördernde Effekte. Was seltsam war bei dieser ganzen Zenit St. Petersburg Sache, ist, dass als ich das erste Mal darüber gehört habe, und das war eben 2020, hat keiner was gewusst. Also außerhalb, also ich habe es gegoogelt und habe nichts gefunden, dass OMV Zenit St. Petersburg sponsert, und habe auch intern mit sehr vielen Leuten in der OMV geredet. Und das Seltsame war, dass das einige gehört haben, aber immer von einem Gerücht gesprochen haben, was komplett irsinnig ist. Also wenn man es hört, aber nicht weiß, und dann obendrein noch die Tatsache mir kundgetan wurde, Tatsache kann ich jetzt sagen, weil damals war es ja noch ein Gerücht, dass die OMV jährlich 5 Millionen Euro nach St. Petersburg überweist, weil das Sponsoring 2018 ausgemacht wurde für einen Zeitraum von 5 Jahren für 5 Millionen Euro pro Jahr. Also insgesamt 25 Millionen Euro für einen Club ausgibt, wo man eigentlich als Außenstehender gar nicht weiß, dass es dieses Sponsoring gibt. Wie ist es vom Sponsorwert in Russland? Wie viele OMV-Tankstellen gibt es in Russland? Vorsichtig geschätzt und abgerundet 0. Doch, doch. Man muss halt aufpassen mit den Zahlen, dass man da nichts falsch macht, aber so ungefähr 0 werden es gewesen sein. Und das Sponsoring war auch nur für die Jugendmannschaft. Und bei der ersten Mannschaft ist das gar nicht rankommen, oder ist das? Überraschend war, dass es am Anfang geheißen hat, dass die Kampfmannschaft gesponsert wird. Das kann ja dann gewissermaßen auch noch Sinn machen, wenn man am Trikot steht oder auf die Bandenwerbung gibt, dass man 5 Millionen Euro pro Jahr für die Kampfmannschaft von Zenit St. Petersburg hergibt. Als ich dann im Jahr 2020 diese Sache mir genauer angeschaut habe, war dann auf einmal nicht mehr von der Kampfmannschaft die Rede, sondern nur von der Jugendmannschaft, von der Unterstützung der Nachwuchsmannschaft. Und das ist dann eindeutig viel zu viel Geld, was die OMV da ausgegeben hat. Das heißt, es ist bis zu einem gewissen Grad wirklich eine Geheimwerbung geblieben. Das kann man so sagen. Dieses Sponsoring hat das diskreteste Sponsoring aller Zeiten, das von dem nicht einmal die Betroffenen was mitbekommen haben. Ne? Es ist gewissermaßen Seeles Geheimoperation gewesen, die wirklich still und heimlich passiert ist. Es gibt natürlich unterschiedliche Überlegungen, warum das gewesen sein könnte, weil wenn du in einem Land sponserst, wo es keine Tankstellen gibt, also aus Sicht eines Ölkonzerns, der hauptsächlich, wenn er an einen Privatkunden geht, Benzin, Diesel und so weiter verkauft, dann kann man sich schon Gedanken machen, was da dahinter steckt. Ich habe vorhin von der Wirtschaftskammer-Broschüre über gute Geschäfte mit Putins Russland gesprochen. Darin heißt es unter anderem, gute Geschäfte entstehen oft über informelle Netzwerke. Russische Unternehmen sind vielfach in Netzwerke eingebunden, die eine Lösung von Problemen über die Nutzung informeller Kontakte zu mächtigen Strukturen ermöglichen. Kann man Putins Lieblingsclub als informelles Netzwerk mit Kontakt zu mächtigen Strukturen bezeichnen? Also, um so eine Frage, lieber Florian, dir beantworten zu können, um im OMV-Style zu bleiben, müsste ich einen eigenen Gutachter mir organisieren, der mir das genauer anschaut und mir dann eindeutige Antworten darauf gibt. Das kostet natürlich auch ein bisschen Geld, das ich nicht habe. Deswegen kann ich da nur mutmaßen und aus dem kleinen Wien heraus eine Analyse machen. Und ja, ich glaube, bei einem Club wie Zenit St. Petersburg, wo dahinter der mächtige Gazprom-Konzern steht, mit Alexei Miller an der Spitze, ja, da kann man schon die These durchaus entwickeln, dass das zur Förderung informeller Netzwerke auch nicht unbedingt schlecht wäre, dort ein Sponsoring zu machen. Heute wissen wir, dass uns Seele die Gasabhängigkeit von Russland eingebrockt hat. Der damalige Energieminister Mitterlehner hat berichtet, dass Seele die Strategie der OMV ganz bewusst statt in Richtung mehr Diversifikation noch mehr in Richtung Abhängigkeit von Russland gedreht hat. Den ursprünglich nur bis 2032 laufenden Liefervertrag mit Gazprom hat Seele bis 2040
verlängern lassen. Dazu hat er erklärt, in meiner 20-jährigen Russland-Erfahrung habe ich eines gelernt, man soll nur auf einer Hochzeit tanzen. Hätten da nicht alle Alarmglocken läuten müssen? Eigentlich schon, nur du hast ja schon die Wirtschaftskammer erwähnt und wenn ich so die Uhr zurückdrehe, dann muss ich schon sagen, da war ganz Österreich, also von der Politik über die Medien, sehr, sehr unkritisch, was diese Beziehung zu Russland, zu den Gaslieferverträgen und Gazprom betroffen hat. Damals war nichts Kritisches zu lesen. Übrigens bis heute wird die OMV von vielen Medien ziemlich ausgespart, wenn es um kritische Artikel geht. Und da wäre uns einiges erspart geblieben, wenn wir damals schon genauer hingeschaut hätten. Das mit dem Tanzen auf einer Hochzeit hat Putin vermutlich ähnlich gesehen und hat sich aber für die Hochzeit von Karin Kneißl entschieden. Seele hat gesagt, wir sind Gazprom und unserer Zusammenarbeit verpflichtet und schauen nicht zur Seite. Der OMV hat dieses Nicht-zur-Seite-Schauen Seeles in Wirtschaftskreisen den Beinamen Gazprom West beschert. Warum hat da keiner aufgemuckt? Also ich habe für die Recherchen zur OMV mit auch sehr vielen Industriellen und Leuten, also vor allem aus Oberösterreich, wo in Österreich die großen Industriebetriebe sitzen, geredet. Und dort hat man mir gesagt, Herr Sankolka, das ist ein günstiger Rohstoff, den wir da bekommen. Also Gas, billiges Gas braucht die Industrie in unterschiedlichen Bereichen. Und wenn die Einfluss nehmen können auf die Politik und die OMV ist natürlich Österreichs größter Industriekonzern und auch ein wichtiger Verteilerkreis für Energie, vor allem Gas. Dann bemüht man sich, dass das billige Gas weiterkommt. Und wenn da der Preis ist, dass man sich halt mit einem Regime wie Russland freundlich stellt, ja, dann macht man das. Also da hat es echte, handfeste wirtschaftliche Interessen gegeben, dass man da halt nicht so genau auf Menschenrechte und vielleicht auch auf Abhängigkeiten, Energieabhängigkeiten geschaut hat. Ja, aber es war schon noch politisch gewollt. Also aus einem von der WKStR verakteten Chatverlauf wissen wir, dass Seele, Sebastian Kurz, Sigi Wolf und René Benko beim großen Chef waren, wie geschrieben wurde. Mit großer Chef gemeint war Wladimir Putin. Hat das Netzwerk dieser vier Moskautiere Seele so lange im Amt gehalten? Das kann ich jetzt so gar nicht, kann ich dir einfach authentisch nicht beantworten. Was aber Tatsache ist, dass es eine Enge zwischen Sebastian Kurz und Rainer Seele gegeben hat. Und erst als da diese Position, diese auch der damalige Kanzler unter Druck geraten ist, auch diese Bande etwas angefangen haben zu bröckeln. Welche Funktion hatte Sigi Wolf da dabei? Sigi Wolf ist ein bekannter, sehr, sehr gut nach Russland vernetzter Unternehmer und der war ein Unterstützer der ganzen Russland-Geschichten. Also der hat viele bekannte russische Industrielle, Oligarchen teilweise, nach Österreich geführt, war immer früher hat man gesagt, ein Brückenbauer zu Russland und immer wenn es um Russland gegangen ist, war Sigi Wolf nicht weit. Ja, du hast gesagt, dass der Putin ein sehr, sehr, sehr korrekter Mann ist, der cool und konstruktiv mit Kritik umgeht. Ja, wenn er das gesagt hat, dann ist es wahrscheinlich sehr viel Geld im Spiel gewesen. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass man sowas authentisch sagt. Apropos viel Geld im Spiel. Dieses Zenit St. Petersburg-Sponsoring wurde schließlich von der hausinternen Compliance-Abteilung untersucht. Wie ist das abgelaufen? Na, wie das genau abgelaufen ist, ist ein großes Mysterium. Ja, weil das liegt die OMV nicht offen. Es ist nur am Ende rausgekommen, nach sehr, sehr kurzer Zeit, dass alles in Ordnung war. Das war's. Also das ist bei so einer gigantischen Operation, ja, 25 Millionen über 5 Jahre, das keiner außerhalb der OMV versteht wirklich, warum die das gemacht haben. Aber wie so oft ist, wenn dir ein Gutachten vorgelegt wird, wo drin steht, dass das alles passt, dann kann sich der Vorstand und der Verantwortliche oder die Verantwortlichen können sich da einfach zurücklehnen und sagen, das hat der Gutachter gesagt. Und in dem Fall haben sie sich von jemandem ein Gutachten geholt und der hat gesagt, das passt schon.
Ja, der Chef der Compliance-Abteilung, dem wurde dann ein goldener Fallschirm gebaut. Was darf man sich darunter vorstellen? Naja, da haben wir bei Dossier eine Geschichte gemacht zur berühmten Maulwurfjagd im Ölkonzern. Eine Geschichte, die übrigens sehr wenig Wellen geschlagen hat in Österreich, obwohl es da um die Überwachung von Betriebsratsmitgliedern geht, Überwachung von Journalistinnen und Journalisten, Sonderprüfungen in diese Richtung. Ist kaum in den Medien, in den anderen Medien hat sich das wiedergefunden. Aber zum Eichler zurück. Das war der Chef der Compliance-Abteilung. Der hat den Auftrag gehabt, sich das alles anzuschauen und hat nach kurzer Zeit befunden, dass alles in Ordnung war. Und wenige Monate nach dieser ganzen Prüfung hat er ein bisschen Angst bekommen. Zumindest ist das die Version des damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Berndt, der in einem Untersuchungsausschuss im September des Vorjahres das zu Protokoll gegeben hat, nämlich dass Eichler die Sorge hatte, dass wenn Rainer Seele irgendwann einmal nicht mehr OMV-Generaldirektor ist, dass diese ganzen Untersuchungen, die er da, ich sage jetzt einmal vorsichtig, höchst fragwürdig durchgeführt hat, ja, wenn diese Untersuchungen einmal genauer unter die Lupe genommen werden würden, dass ihm daraus ein Strick gedreht werden könnte. Und zur Absicherung seiner Person und seiner Position in der OMV soll ihm Rainer Seele daraufhin einen eigenen Sideletter gegeben haben, der ihm eine Entgeltfortzahlung bis zur Pension garantieren soll. Und das unter Umgehung der Geschäftsordnung der OMV. Also eine sehr dubiose Konstruktion. Und das ist der goldene Fallschirm quasi, diese finanzielle Absicherung. Genau, das ist wie eine Lebensversicherung, ja, also so quasi, das hat ihm garantiert, wenn, egal was passiert, wenn sich der Nachfolger vom Herrn Seele oder irgendjemand anderer gegen ihn richtet und sagt, so, wir wollen dich jetzt nicht mehr haben, dann kann er sagen, Edge, ich habe diesen goldenen Fallschirm und ihr müsst mir trotzdem alles weiterzahlen, ja. Das ist so Eichlers Lebensversicherung gewesen. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kann denn das so sein? Und habe auch die OMV diesbezüglich gefragt. Und was haben die dort gemacht? Die haben wieder zwei Anwaltskanzleien engagiert, die sich das anschauen und haben am Ende gesagt, ja, das ist alles nicht so super gelaufen und ja, das stimmt schon, dass da gewisse Regeln nicht eingehalten wurden. Aber die Verträge sind ordentlich zustande gekommen und wir können ja nicht zu 100% sagen, wenn wir jetzt das Ganze vor Gericht bringen, dass wir da gewinnen und deswegen machen wir gar nichts. Und der Aufsichtsrat, der jetzt nicht unbedingt mit den besten Leuten, die man in Österreich da für solche Positionen bekommen kann, bestückt ist, der hat das mehrheitlich als okay befunden. Also quasi, wenn man nicht hundertprozentig sicher ist, dann geht man nicht vor Gericht. Naja, der Aufsichtsrat muss sich auch mit anderen Dingen beschäftigen und ist da erstaunlich milde. Es gab zum Beispiel diesen höchst umstrittenen, auch von Seele verantworteten Borealis-Deal. Worum ist es da gegangen? Ja, der Borealis-Deal, das war im Jahr 2020. Da hat die OMV ihre Strategie nachschärfen wollen in Richtung, wir wollen ein nachhaltiger Konzern sein und hat gemeint, ja, wir übernehmen jetzt die Mehrheit an diesem Chemiekonzern Borealis. Der ist zufälligerweise oder günstigerweise auch Teil der größeren OMV-Familie, weil im Jahr 2020, also konkret Anfang 2020, da hat der OMV bereits 36% an der Borealis gehört. Das heißt, die haben vom bisherigen Großaktionär, das war ein Staatsfonds der Vereinigten Arabischen Emirate, haben die dort innerhalb des Aktionärskreises, waren ja nur zwei, die Mehrheit übernehmen können. Weil die eben gemeint haben, so, das brauchen wir, um einen guten
Börsenstory darzubringen, um unsere Investoren zu befrieden. Die Fonds, die großen, die jetzt einfach nicht nur in einen alten Öl- und Gaskonzern investieren wollen, sondern was Modernes, etwas Grünes, da kauft man den Chemie- und Plastikkonzern Borealis und übernehmen dort die Mehrheit. Das waren 39%, ein 39%-Paket, das sie gekauft haben für rund 4 Milliarden Euro. Und damals der größte und, wie ich meine, auch der teuerste Deal in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Was wurde da daran kritisiert? Der Deal wurde durchgezogen zu Beginn der Pandemie. Und üblicherweise so, wenn etwas der größte und der teuerste Deal ist und du in eine Situation kommst, wo eigentlich so viel Unsicherheit im Markt drin ist, dann lässt du dir Zeit. Ja, weil du weißt ja nicht, was für eine Auswirkung so ein besonderer Fall wie die Pandemie auf das Geschäft dieses Unternehmens haben kann. Zumindest ein paar Monate zu warten wäre sinnvoll gewesen. Aber in der OMV ist man einen anderen Weg gegangen, sondern hat diesen Deal sehr schnell durchgepeitscht und hat auch dem Aufsichtsrat nicht alle Informationen weitergegeben. Nämlich Informationen, die womöglich kaufpreismindernd gewesen wären. Gab es dafür irgendeine Erklärung, warum man das verabsäumt hat? Die Erklärung, die mir damals zugetragen wurde, ist, man wollte den Deal in keiner Weise gefährden. Man wollte das unbedingt rasch durchziehen. Man muss sagen, es hat damals auch unter den Aufsichtsräten durchaus Kritiker gegeben, die sich gedacht haben, ist das der richtige Zeitpunkt? Ist das nicht zu groß für uns? Wie schaut es mit den Arbeitsplätzen aus? Warum wollen die Abu Dhabis unbedingt jetzt verkaufen obwohl sie die letzten Jahre davor sich immer geweigert haben, ist der Deal womöglich wirklich zu teuer, sollte man nachverhandeln. Also eine Fülle an Fragen. Und es kommt einem wirklich so vor, nachdem es alles so schnell gehen musste, dass man einfach diese Transaktion schnell durchziehen wollte, weil damals der CEO, der Herr Seele, das seinen Aktionären aus Abu Dhabi, weil die OMV gehört ja auch zu 24,9% den Abu Dhabis, weil er das denen versprochen hat, dass dieser Deal schnell durchgeht. Ja, sein Argument war ja, dass das einfach ganz super ist. Borealis ist einfach der Mega-Hammer. Aber wie schaut denn die aktuelle Entwicklung bei Borealis aus? Ja, die aktuelle Entwicklung ist, also im Nachhinein gesehen, das, was Dossier seinerzeit geschrieben hat, dass der womöglich zu teuer war, ich glaube, das ist jetzt verbrieft. Also in der Borealis selber hat es in den letzten Jahren eine massive Kostenexplosion gegeben in einigen Werken. Teilweise ist das auf die Pandemie zurückzuführen, teilweise aber auch auf Managementversagen. Und dritter Grund sind so Dinge wie in Belgien, wo Borealis in einen der größten Menschenhandelsskandale in Europa verwickelt ist. Also da wurden auf einer riesigen Baustelle in Belgien mutmaßlich illegal und zu Dumpinglöhnen Leute beschäftigt. Und das fällt ihnen jetzt auf den Kopf, weil dort die Baustelle mehrere Monate einmal stillgestanden ist. Und ja, die erwarteten Kosten sollen mehr als eine halbe Milliarde Euro über den Plan liegen. Und das ist natürlich gewaltig, auch für ein großes Unternehmen wie Borealis bzw. den OMV-Konzern. Ja, es war mir ein bisschen blöder, weil der OMV auch uns mitgehört. Das heißt, wenn das Geschäft sich jetzt herausstellen sollte, dass das Geschäft nicht so super war, sondern eher ziemlich schlecht, dann ist das für uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch ein bisschen blöd, oder? Ja, zumindest wirft das Fragen auf, ja, die warum ist man so schnell vorgegangen? Weil, wie gesagt, der Hausverstand hat einem damals schon gesagt, es gibt keinen Grund zur Eile, wart mal. Und weil es könnte teurer werden. Und jetzt ist es teurer. Und letztlich müssen ja dann für so Kostenüberschreitungen dann die Aktionäre aufkommen. Und wie du richtig gesagt hast, am Ende des Tages landet das alles irgendwie bei der Republik Österreich, weil ja die Mehrheit von Borealis, mittlerweile sind es 75%, der OMV gehören und die OMV zu 31,5% der Staatsholding ÖBAG
gehört. Und ja, das sind am Ende des Tages wir alle. Jetzt habe ich ein ganz verrücktes Gerücht gehört, nämlich, dass man überlegt, ob man nicht die Borealis wieder weiterverkauft. Und bei den Interessen ist jemand dabei, der ist angeblich der Rainer Seele mit an Bord. Kann das sein? Ja, das habe ich auch gehört. Ich habe auch versucht, Rainer Seele zu erreichen. Leider war ich erfolglos, weil es heißt, so das Gerücht, dass er Berater von ADNOC ist. ADNOC ist die Abu Dhabi National Oil Company, der mittlerweile der Anteil für 24,9% Anteil der Emirate an der OMV gehört, aber auch der Co-Aktionär bei der Borealis ist. Also hinter diesen ganzen Sachen, hinter allen Plänen, die jetzt so ventiliert werden, soll Rainer Seele stecken. Er selber ist eben nicht zugänglich, deswegen kann man das nicht einfach so behaupten, sondern muss halt journalistisch warten, bis er das bestätigt. Aber du hast recht, da passiert einiges gerade im Hintergrund. Und es ist wirklich, also verrückt ist fast schon quasi eine Untertreibung, weil ich gehört habe, und das aus sehr guten Kreisen aus der OMV, dass die Abu Dhabis jetzt die Mehrheit von Borealis zurückkaufen wollen. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Vor 3 Jahren steigen die aus. Österreich sagt als Aktionär, super OMV, ja, übernimm das. Die Aufsichtsräte haben also erst einen Zweifel, sagen, na soll man nicht. Der Deal wird durchgepeitscht. Es gibt eine öffentliche Kritik. Jeder, der die Kritik quasi unterstützt, der wird mit Klage bedroht oder sogar geklagt. Dossier war eine Struktur, die das immer kritisch gesehen habe und deswegen von der OMV auch geklagt wurde, hat es dann am Ende wieder zurückgezogen. Alles ist mittlerweile journalistische Geschichte, aber das ist alles passiert. Und es wurde immer so den Aktionären und jedem präsentiert als der Zukunftsdeal. Und das braucht da Zeit, wenn OMV und Borealis müssen zueinander finden. Es ist ein riesiges Integrationsprojekt in Gang gesetzt worden, weil ja auch da zwei Unternehmenskulturen zusammenkommen. Und jetzt heißt's zurück zum Start. Und jetzt soll die OMV in Abu Dhabis die Mehrheit an Borealis zurückverkaufen. Echt, also wenn man sowas als Plot benennen würde, würde jeder sagen, okay, bitte, das kann doch nicht sein. Aber offensichtlich, wenn die Republik Österreich, wenn ein ÖVP-geführtes Finanzministerium, wo ja die Wirtschaftskompetenz geballt sitzen soll, am Werk ist, dann sind so Wolken innerhalb von 2-3 Jahren gar kein Problem. Ja? Und das passiert derzeit mit allen Begleiterscheinungen. Also in der OMV selber sind die Betriebsräte komplett aus dem Häuschen, weil was bedeutet denn das, wenn das wirklich passieren würde? Das Headquarter in Österreich ist in Gefahr. Die ganzen Arbeitsplätze, die mit Borealis hier in Verbindung stehen, aber auch in der OMV sind in Gefahr, weil es natürlich Verlagerungen geben wird. Es ist ein gefährlicher Cocktail, der da gerade gemixt wird. Es klingt auf jeden Fall wirklich absolut irre. Du hast vorhin erwähnt, die Klage, die euch angedroht wurde, die ihr damals sogar bekommen habt, die Einschüchterungsklage. Wie ist das damals gelaufen? Ja, das ist ja überhaupt ganz, ganz, ganz komisch gewesen. Und mittlerweile ist verbrieft, dass das eine Einschüchterungsklage war, weil am Anfang kann man ja durchaus eine Position beziehen, dass es gefällt einem nicht, was man schreibt und es ist, vielleicht schreibt ein Medium auch komplett falsch, dann darf man vor Gericht ziehen. Aber in dem Fall wollte die OMV einfach verhindern, dass wir eine kritische Berichterstattung zur OMV machen. Und mittlerweile wissen wir, warum, weil wir trotz Klage brav, kritisch, genau, exakt über die OMV geschrieben haben, nämlich, dass sie Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten mutmaßlich überwacht, dass sie Diensthandys und die E-Mails von Mitarbeiterinnen scannt und dass sie, wie wir jetzt auch mittlerweile wissen, sogar Betriebsratsmitglieder und Journalistinnen im Visier hat.
Und das alles ist natürlich nicht super für einen teilstaatlichen Konzern. Und das haben wir alles ans Tageslicht gebracht. Und mit dieser Einschüchterungsklage war da eigentlich das Ziel, da hat die OMV viel Geld in die Hand genommen, um das zu erreichen, dass wir halt nichts schreiben, sondern dass wir uns als Dossier fürchten und sagen, oh, um Gottes Willen, die böse OMV kommt da, da machen wir jetzt lieber gar nichts. Hat nicht funktioniert. Wir haben trotzdem weiter berichtet und konnten so halt darstellen, was da alles schiefläuft in diesem Konzern. Auf jeden Fall waren die Ereignisse so dramatisch, dass aus ihnen sogar ein Theaterstück gemacht wurde. Wie ist es dazu gekommen? Ja, das Theaterstück basiert auf der Idee von dem Autor und Regisseur Kalle Fuhr, der dann erfahren hat, dass mit der Einschüchterungsklage und was wir so alles über die OMV ans Tageslicht bringen, ja, und Russland ist ja auch ein Thema, die Gaslieferverträge, hat er sich gedacht, das wird auch spannend, all die Geschichten, die wir ihm so off records erzählen, also du kennst das ja auch sehr gut aus der Zusammenarbeit mit Florian Klenk, wir Journalistinnen und Journalisten wissen ja meist mehr als das, was wir dann zu Papier bringen, und viele dieser Sachen können aber durchaus interessant sein für das Publikum. Und Theater ist so eine Möglichkeit, Emotionen rüberzubringen, Dinge, die ich nicht in einen Text hineinbringen kann. Du hast ja das Theaterstück gesehen. Wie hat es dir gefallen? Sehr, sehr gut. Es ist sehr, sehr gelungen. Es vermittelt sich, ich glaube, auch für Menschen, die den Sachverhalt nicht kannten vorher, kommt es sehr klar rüber, worum es geht und was passiert. Mir ist nur aufgefallen, dass eigentlich die Berichterstattung rundum ein bisschen dürftig war. Also ja, es war die zweite Kritiken, die erschienen sind sehr gut, aber es war ein bisschen wenig. Und dann ist ja noch was dazugekommen, du hast zur Premiere des Stückes eine neue Recherche veröffentlicht über die internen Bespitzelungsmaßnahmen bei der OMV, von denen auch Journalisten und Politiker betroffen sind. Da habe ich in den österreichischen Medien fast gar nichts drüber gelesen. Umso mehr die Frage an dich, erzähl uns doch, was du da herausgefunden hast. Ja, hat ja die letzten Jahre immer das Gerücht gegeben, dass die OMV nicht nur die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten, wie wir aufgedeckt haben, überwacht hat, sondern diverse Stakeholder. Und besonders krass habe ich gefunden, dieses Gerücht, dass auch deren eigene Betriebsräte im Visier haben. Und parallel dazu auch Journalistinnen und Journalisten. Wenn man sowas nur auf der Gerüchteebene weiß, dann kann man das als guter Journalist, als seriöser Journalist nicht einfach publizieren. Deswegen habe ich mir das einfach nur gemerkt und nichts darüber geschrieben. Bis im September des Vorjahres der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende der OMV, Wolfgang Berndt, das im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gebracht hat. Der hat dort nicht mehr und nicht weniger gemacht, als aus privaten E-Mails zu zitieren. Also der hat unter Wahrheitspflicht hat er Informationen preisgegeben, die er eigentlich nur aus der Durchsicht privater E-Mails wissen konnte. Und als ich das gelesen habe, war ich fassungslos und habe aber als positiven Aspekt gehabt, jetzt habe ich einen Beweis. Jetzt habe ich einen, den ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden, der ja diese Informationen nur aus der OMV haben kann, mutmaßlich eine schwere Datenschutzverletzung. Also irgendjemand hat da echt arg die Datenschutzgrundverordnung da verletzt. Nur so hat er das bekommen können. Und die nächste Datenschutzverletzung ist, das überhaupt alles in einem parlamentarischen Urausschuss öffentlich zu machen. Jedenfalls hat mir das gereicht, um tiefer in der OMV zu bohren und dann meine Kontakte dort zu fragen, ob es da, nachdem dieser Teil jetzt belegt ist, ob es da noch andere Belege gibt. Und siehe da, es ist mir dann ein Bericht der Anwaltskanzlei Wolf Theiss zugespielt worden, die im Auftrag der OMV sich anschauen mussten, wer denn also welche Aufsichtsratsmitglieder denn mit Journalistinnen und Journalisten kommunizieren. Das haben die laut Bericht gemacht, indem sie vor allem Social-Media-Profile sich angeschaut haben und aus dem heraus eigene Profile abgeleitet haben, wer mit wem
im Zusammenhang steht. Ich habe da, der Bericht ist ziemlich stark und sehr ausführlich. Ich habe mir dann schon gedacht, na hui hui, was die OMV da gemacht hat und dass das bei der Datenschutzbehörde da einfach so durchgehen sollte, das ist eher schwer sich vorzustellen. Aber was mich echt überrascht hat, ist, dass kein Medium sich das angeschaut hat. Weißt du, wir reden in Österreich sehr viel über Viktor Orban und wie arg dort die Medienlandschaft ist. Und da passiert jetzt was hier in Österreich, was durchaus hinterfragenswert ist. Ich erwarte nicht, dass überall immer eine Covergeschichte deswegen entsteht. Aber der Umgang der OMV mit Betriebsratsmitgliedern, mit Journalisten, einer, der betroffen ist, der Thomas Trotzter, der ehemalige Verfassungsminister, hat als ich ihn darauf diesbezüglich gefragt habe, weil auch ein E-Mail, das er geschrieben hat, hat die OMV gelesen, hat gesagt, so ein Verhalten kennt er eigentlich nur aus Diktaturen, dass Journalisten, Politiker oder Gewerkschafter überwacht werden. Und ja, das sagt dann hier alles aus. Ist vielleicht auch ein möglicher Grund, dass man bei euch, bei Dossier halt mit Inseraten keinen Druck machen kann, während in anderen Medien sehr wohl, und die sind doch sehr voll auch immer wieder mit OMV-Inseraten. Ich glaube, da triffst du ins Schwarze. Also in Österreich ist es durchaus häufig so, dass wenn man jetzt einmal die ausschließt, dass eine Meldung oder eine Information jetzt nicht berichtenswert ist, ja, dass meistens dann in der Abwägung, wie groß man Geschichte macht, wie man es aufgreift und so, wenn dann am Ende rauskommt, na, wollen wir nicht, dass es durchaus wert ist, sich anzuschauen, wie viel die OMV denn da bezahlt hat, zumindest in diesem konkreten Fall. Die OMV gibt auch sehr, sehr viel Geld aus für Inserate. Also im Jahr 2021 habe ich das mir mal angeschaut, wenn mich damals interessiert hat, in diesem Krisenjahr, als uns die OMV geklagt hat, hat die da irgendwie versucht, Medien auch zu beeinflussen, bin auf über 1 Million Euro gekommen. Über 1 Million Euro, die in Printmedien reingehen. Und damals, als es um diesen Borealis-Ziel und so gegangen ist, ist mir aufgefallen, dass eigentlich sehr, sehr unkritisch darüber berichtet worden ist. Es hat da und dort einmal eine Meldung gegeben, so viel, dass man sagen kann, hey, wir haben eh darüber berichtet. Was wollen Sie denn? Wir sind eh in Krieg. Aber viel zu wenig, dass die Öffentlichkeit versteht, was da im Gang ist. Und wir haben heute auch schon darüber geredet, über diese Gaslieferverträge und über diese ungute Nähe zu Russland, ja. Das alles hätte schon viel früher kritisch hinterfragt werden können, ist aber nicht passiert. Du, vielleicht ist ja auch eine, um es einmal positiv zu formulieren, eine mögliche Zukunftschance für die OMV, wenn das jetzt mit der Borealis nichts mehr ist, dass man sich eben wieder neue Geschäftsfelder aussucht und da könnte vielleicht Personenüberwachung oder auch Medienförderung ein neues Geschäftsfeld werden für die OMV, wenn sie da schon in den letzten Jahren so aktiv waren, oder? Ja, aber also ich hätte mich auch nicht überrascht, wenn die OMV auf einmal die Wiener Zeitung übernimmt. Es wird sich aber auf jeden Fall was tun bei der OMV. Am 31. Mai wird die Aktionärshauptversammlung der OMV stattfinden. Was darf man da erwarten? Na, erwarten darf man, dass das all das, was in den letzten Wochen und Monaten berichtet wurde, also diese Kostenexplosion in der Borealis-Gruppe. Ich glaube auch die Überwachung, auch wenn sie in den Medien nicht groß berichtet wird, die Aktionäre lesen ja sehr genau. Die Aktionäre lesen auch Dossier. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da viele Fragen gestellt werden, was es damit auf sich hat. Und natürlich auch diese jüngsten bekannt gewordenen Pläne oder Skizzen, dass es diesen Rückkauf der Borealis-Anteile durch die Abu Dhabis geben wird. All das wird sicherlich zur Sprache kommen und es ist aus meiner Sicht auch nicht ausgeschlossen, dass alles, was die Entlastung von Rainer Seele und vielen Leuten anbelangt, dass das auch nochmal angeschaut wird, weil natürlich das, was Wolfgang Berndt als ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender da im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss von sich gegeben hat, das ist schon stark. Also wenn ein Aufsichtsratsvorsitzender sagt, dass ein Seitleiter dieser
goldene Fallschirm vergeben wurde, weil der befürchtet hat, dass ihm gewisse Aktionen womöglich um die Ohren fliegen könnten und weil er Angst gehabt hat. Wenn ich ja OMV-Aktionär wäre, würde ich durchaus auch offensiv die Frage stellen, wie kann das sein? Was hat der getan, was ihm so Angst bereitet hat? War es diese illegale Überwachung von Personen? Wenn ja, dann ist das schon ein großes Stück. Und ich glaube, die Investoren aus dem angloamerikanischen Raum, die sind nicht so locker wie jetzt vielleicht die Abu Dhabis, was das anbelangt. Und die ÖBAG als Vertreter der Republik Österreich, die muss sich dann auch entscheiden, wo sie zu Hause ist, bei den westlichen Werten oder bei der Kultur einiger Schurkenstaaten. Also das, sowas kann man nicht einfach so, kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. Na gut, und vor allem, wenn die Abu Dhabis was gegen reiner Seele sagen würden, wäre es ja ein Schuss ins eigene Knie. Genau. Also ich glaube, das Ding ist, man muss es einfach einmal diskutieren. Ja, das Problem ist ja oft, dass Dinge einfach totgeschwiegen werden und am Ende sagt, naja, hätte man das vorher gewusst, dann wäre es an. Ich glaube, dass die ÖBAG wird nicht drum herum kommen, da eine Position zu ergreifen, weil es ist einfach in Österreich, Deutschland, in der westlichen Welt ist es keine Kleinigkeit, wenn man Betriebsrätinnen und Betriebsräte derart observiert oder Journalistinnen und Journalisten beobachtet in der Form, wie es die OMV gemacht haben. Das muss aufgeklärt werden. Das kann man nicht zur Tagesordnung. Ja, Sie können natürlich auch sich dein Stück anschauen, ne? Also das ist, oder auch den Podcast jetzt anhören, das ist vielleicht auch günstiger als das Bespitzeln. Wie geht es denn dir damit, dich selber auf einer Bühne von einem Schauspieler gespielt zu sehen? Wie soll ich sagen? Ich bin ja gewohnt, eigentlich im Hintergrund zu agieren. Das heißt, es ist komplett unüblich und gar nicht gewöhnlich. Und ich kann nur sagen, es geht mir am Ende gut, weil der ganze Dossier-Spirit in diesem Theaterstück so gut rüberkommt und ich von einem guten Schauspieler dargestellt werde. Ich meine, der Schauspieler hat ja die Aufgabe nicht gehabt, mich da zu imitieren oder einen meiner Kolleginnen und Kollegen. Aber ich muss sagen, einige meiner Freunde haben gesagt, da und dort hat er mich sehr gut getroffen. Auch wenn es jetzt eine Kunstfigur ist oder eine Mischung aus Kunstfigur und realer Figur, er hat schon viele Dinge, die uns betreffen, sehr gut rübergebracht. Ich kann das bestätigen. Also deine Körpersprache hat er definitiv studiert. Das hat er ziemlich gut hingekriegt. Weiß er auch über deine nächsten Recherchen Bescheid? Das wäre nämlich meine letzte Frage jetzt. Was kommt denn als nächstes von dir? Na, ich arbeite jetzt noch ein paar OMV-Sachen, die im Petto sind. Da muss ich einfach jetzt noch abwarten, weil die Informantinnen und Informanten sich jetzt auch das Stück anschauen wollen und sich da inspirieren lassen wollen und ich sie damit ködere, dass vielleicht eine Fortsetzung gibt. Aber das Stück ist ja deswegen auch so spannend, weil es ziemlich aktuell ist. Ja, also das Ende endet mit einer ganz neuen Publikation und vielleicht schaffen wir, wenn es eine Fortsetzung geben sollte, da ein ganz neues Update zu haben. Das könnte die neue Story sein. Ja, da freue ich mich jetzt schon sehr drauf und hoffe, dass dieser Podcast auch vielleicht ein bisschen eine Anwerbung für künftige Whistleblower und Informanten war. Ja, bitte melden Sie sich bei www.dossier.at, aschwin.zankolka@dossier.at. Hinweise sind sehr, sehr gerne gesehen. Möge die Übung gelingen. Danke, Aschwin, für das Gespräch. Danke, Florian. Das war die 80. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Vielleicht fragen Sie sich angesichts dieser OMV-Enthüllungen, hat man als Staatsbürgerin oder Staatsbürger eigentlich irgendeine Chance, sich bei den politisch Verantwortlichen schadlos zu halten? Vielleicht wissen wir darüber nächste Woche mehr, denn da spreche ich mit dem Unternehmer und Umweltaktivisten Johannes Wesemann über seine Klage gegen die Republik Österreich zum Thema Bodenversiegelung. Bis dahin, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.